Wer von euch wäre Manns genug, es mit dem Teufel aufzunehmen? Von euch Arschgeigen hier hätte keiner den Mumm, es mit dem Teufel aufzunehmen. Keiner von euch. Hast du Geld? Geld. Ich habe alles Geld der Welt gehabt. Vor einer Ewigkeit habe ich dem Teufel meine Seele verkauft. Er hat mir im Gegenzug dafür Unsterblichkeit zugesichert. Ein guter Handel, wie ich meinte. Wer ewig lebt, braucht im Jenseits seine Seele nicht. Doch wenn der Teufel sich verrechnet, dann selten zu seinen Ungunsten. Nach einem viel zu langen Leben, voller Kämpfe und Abenteuer, hat mir eine wunderschöne Frau, Gott hab sie selig, meine Tochter geboren. Meine Tochter. Und dann hat mir der Teufel meine Tochter genommen, anstatt meiner vernarbten, düsteren Seele. Er brachte sie an einen Ort, an den ich nicht gelangen kann. Einen Ort, an den nur Menschenkinder mit einem reinen Herzen gelangen können. Wo wäre denn dieser Ort? Eine Insel. Hinter den ewigen Nebelbänken. Am Ende der Welt. An euren Augen sehe ich, dass ihr es mit ihm aufnehmen könnt. Hier, nehmt dies. Hieran könnt ihr meine Tochter erkennen. Dieses Medaillon habe ich ihr zur Geburt geschenkt. Bringt ihr mir nur dieses Medaillon, habe ich zumindest eine Erinnerung an sie. Aber denkt daran, wer ans Ende der Welt will, muss unter dem Meer hindurch. Folgt meinem Ruf durch kalte Fluten, über die Gischt in schwarzer Nacht. Spürt ihr es schwinden, ganz gleich wie hart der Sturm euch trifft. Folgt meinem Ruf, auch wenn es euer letztes ist. Könnt ihr mich hören, durch Raum und Zeit? Folgt meinem Ruf, ich schenke euch Unsterblichkeit. Yeah.
Medizin spürt ihr Erschwinden. Was immer kommt, verzweifelt nicht. Folgt meinem Ruf, auch wenn es euer letztes ist. Könnt ihr mich hören? Durch Raum und Zeit. Folgt meinem Ruf, ich schenke euch Unsterblichkeit. Könnt ihr mich hören, so fahrt hinaus, gebt eure Seelen für mich auf. Könnt ihr mich hören, durch Raum und Zeit. Das ferne Licht, wir sind schon nah, glaube mir.